wir schon, So, ist dieses... Twittern sollte jetzt auch getwittert sein. Noch eine kurze Ankündigung. Ja, vor allem können wir nochmal aus der Koop gehen. Mann, du bist so klein hier. Das ist, ich bin so klein. Ich, das geht gar nicht. Das so, sitzen. So sieht es besser aus. Ein Sitzriese also quasi. Ich habe immer nicht so gutes Licht, stelle ich fest. Aber egal. Also man sieht uns ja beide. Und man weiß natürlich, dass wir nicht nebeneinander sitzen in einem Raum, sondern hunderte nicht, aber mindestens 100 Kilometer voneinander entfernt. So, und dafür sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Ja, finde ich auch. Meine Lieben, wir reden zwar heute nicht über die Außenwand, die da oben steht, aber irgendeine Entität werden wir schon finden, über die wir reden. Aber tatsächlich haben wir jetzt die letzten Wochen gar nicht so viel mehr miteinander geschrieben. Das irgendwie im Mai, Ende Mai haben wir uns nicht gesehen, natürlich nicht, aber virtuell ja, gesehen. Ja, du hast halt auch nicht mehr so viel bei Twitch gestreamt. Ich glaube, ja. Ja, es war letzte, man muss wirklich, also indem ich jetzt auch mehr an der Uni jetzt arbeite und man muss sich die Zeit wirklich nehmen, mal nachmittags um 4 kannst du nicht streamen. Letzte Woche hatten wir Doppelkonferenz, hat man auch ein paar mehr Stunden gekloppt und hat dann nicht mehr gestreamt. Ja, und vorher war Thesis. Also man findet, irgendeine Ausrede findet man immer, will ich damit sagen. Ja, ich habe heute mal wirklich die Vorlesung live parallel bei Twitch gestreamt, aber ich habe so nebenbei reingeschaut, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel los, gab auch nicht kein Beitrag im Chat und die ZuschauerInnenanzahl war auch überschaubar, aber also klar, die primäre Zielgruppe, die Studis sind natürlich in dem Zoom-Meeting drin. Das heißt, du hast wieder eine Parallelstruktur. Ja, genau. Genau. Aber das ist ja spannend. Dann bist du ja quasi bald mal offiziell als zu analysierender Stream. Das muss ich unbedingt weitermachen. Also, ja, du musst dir das mal abspeichern, auf jeden Fall das von heute, weil das stimmt. Natürlich dann irgendwann nach 10 Tagen ist es ja dann doch weg. 14, ja. Ja, aber insgesamt laufen ja deine Videos ganz gut. Ich habe jetzt mir dieses Fest der Forscher und Forscherinnen nochmal angeguckt. Das war, also Audioqualität war nicht so gut, muss ich dir jetzt uns mal sagen. Ja, das ist halt hier, ne? Ich meine, wir haben das halt hier mit dem Handy aufgenommen, aufs Stativ gestellt und der Raum. Wir wollten eigentlich erst in einen anderen Raum gehen, aber da lief dann eine Klimaanlage oder eine Lüftung die ganze Zeit, die konnten wir auch nicht ausmachen. Das hätte man noch mehr gehört und da mussten wir halt schnell den Raum wechseln. Und es war halt ein großer Raum, der sehr leer war und dementsprechend sehr hallig klang. Und, was mir aber da aufgefallen ist, dass das extrem gut funktioniert hat, dass ihr so zu zweit euch quasi so die Bälle hin und her gespielt habt. Also das befördert wieder meine, ja, Sidekick klingt immer so nach Batman und Robin und so negativ, aber irgendwie ja schon, dass man sich so die Bälle hin und her schmeißt. Du hast dann deine bereits vorgerechneten 7 Watt, ja, sind eigentlich 8, ja, sagen wir mal, es sind 7. Aber das war irgendwas authentisch. Ja, wir haben das halt vorher, ich weiß nicht, in diesem Foto von der Totalen hat man das gesehen. Wir haben halt vorher uns einmal durchgespielt und haben uns die Werte notiert und haben die dann so mit so einem Post-it an das Kamerastativ drangehängt, um da mal so kurz eben hinzuschauen. Ja, also ich glaube auch, dass das ein Riesending wäre, wenn man jetzt auch, also klar, so Team-Teaching, wenn man halt Sprechstunden-Lehrveranstaltungen zu zweit machen wird, das wird, glaube ich, das muss natürlich auch ein gutes Team sein, ne? Man muss da irgendwie gut zusammen harmonieren und ein bisschen eingespielt sein und das bin ich mit dem Kollegen Thomas Schallschmidt auf jeden Fall, mit dem ich... Das ist der Kollege Schallschmidt, ja. Ja, den kennt man ja schon auch wie über Twitter. Also das ist ja echt, die Szene ist klein. Aber das ist dann, aber ihr seid dann beides, ich meine, du bist ja sowieso Postdoc, er auch? Oder ja, er, auch, genau. Ja, das ist natürlich, also muss man halt auch sagen, eine teure Veranstaltung, ne? Also zwei Leute gleichzeitig, also ich will darauf hinaus, eigentlich musst du die aufnehmen, damit du sie wiederverwerten kannst. Also ich meine, wir sind längst in der Ökonomisierung angekommen, der Uni, also. Ja, und klar, das Video war 8 Minuten und wir haben das war der erste Take, wir haben nicht dran geschnitten. Von daher war das sehr effizient produziert, aber klar, wir haben natürlich eine halbe Stunde vorher aufgebaut und noch ein bisschen das am Ende wieder zusammengeräumt. Also, ich sag mal, keine Ahnung, 1,5 Stunden waren wir bestimmt zugange, um dieses 8-Minuten-Video da zu produzieren. Dafür ist es, finde ich, ganz nett geworden. Auf jeden Fall. Aber eigentlich ich glaube auch so für Sprechstundenformat und so, das würde nochmal extrem davon leben, wenn man halt so einen Sidekick hätte. Ich sehe das auch gar nicht so wie bei Batman und Robin, sondern eher, keine Ahnung, so im Sinne einer Late-Night-Show. Ne? Ja, ja.
Wobei, da haben sie ja die ganzen Sidekicks jetzt wieder demontiert. Aber ich bin immer noch, also vor allem, und ich glaube auch der Co-Moderator, Co-Pilot, Sidekick, egal wie man das jetzt nennen würde, der muss ja auch gar nicht so viel Ahnung haben. Also ich finde allein, dass man mal irgendwie ein bisschen, ich meine, Radiomoderatoren sind auch zu zweit, die sich dann immer wieder den Staffelstab übergeben. Dann muss einer nicht so die ganze Zeit reden, hat auch nicht das Gefühl, auch wenn man alleine streamt, man hat das, mir geht zumindest so dauernd das Gefühl, als müsste man was überbrücken. Ja, genau, man kann auch mal was trinken, ohne dass es irgendwie awkward aussieht. Und ich glaube auch, dass die, ich bin davon überzeugt, wenn einer was Bescheid weiß, dann reicht das. Und der andere kann auch irgendwie, ja, halb schlaue oder nicht Fragen stellen. Ist zum Beispiel auch ein Format, was man auf Online-Spielübertragungen sieht. Also wenn hier League of Legends, Counter-Strike oder was auch immer für Turniere übertragen werden, dann ist keiner so einer quasi so dieser Kernanalyst, der wirklich, der hat die Teams vorbereitet, der hat die letzten Statistiken und der andere ist mehr so, okay, was passiert als nächstes, was ist so hier auch global galaktisch unterwegs, kriegt irgendwie auch noch von der Regie. Und ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass man sich da was von abgucken muss, weil die wirklich tausende von Leuten vor die Bildschirme ziehen. Auch stundenlang. Also ich meine, so ein Stream geht 3,5 Stunden, weil wir sagen immer, ja, 90 Minuten zu lang. Ja, also ich glaube, es geht. Es geht. Und das fand ich in dem Video ganz schön. Aber du hast halt besseres Auto-Equipment, ne? Also das muss man halt schon sagen. Was mein Rode? Ja, also das Video hat bessere, hast du deutlich bessere Mikrofone. Ja, also das Smartphone, ich meine, das ist halt mit dem internen Mikrofon des Smartphones aufgenommen. Da, aber das Ding ist halt, also ich habe halt ja so ein Ansteckmikrofon, das kriegst du an Rechner perfekt ran. Ich habe noch kein Mikrofon gefunden, was ich irgendwie an das Handy anschließen kann. Oder zumindest ist dann halt, also ich habe hier mein Samsung Gromic, mein Funkmikrofon, das hat ein USB-C, der geht auch ans Handy dran. Aber keine Ahnung, das Handy erkennt es nicht. Ich habe halt noch nie so richtig herausgefunden, mit was für einem Videorekorder man das dann aufnehmen muss oder wo man halt auf das externe Mikrofon umschalten kann. Wahrscheinlich, ich würde behaupten, es geht nicht mit jedem Handy. Mit meinem geht es auch nicht. Ich habe auch so ein Rode Video Mic, quasi so dieses, was ist billige, ja, es hat auch 40 Euro gekostet, was man, es gibt ja diese Klinkenstecker, gibt es irgendwie 3 und 4 Ringe. Ich glaube, man braucht die für 4. Das klingt jetzt das also TRS oder so, heißt das? Wenn ich da halt analog eins anschließe, das wird vermutlich noch am ehesten halt wie so ein Headset erkannt werden. Ja. Genau. Aber dann ist halt natürlich das nächste Problem, ist, du hast halt 2 Leute, bräuchst du 2 Ansteckmikrofone. Dann müsstest du das noch irgendwie extern abmischen oder du müsstest halt eins so haben, was also von Samsung, nee, von, wie heißt mein anderer hier, Sarah Monik, mein anderer Mikrofon-Lieblingsfirma. Ja. Und da gibt es halt so welche, die haben dann so ein Y-Kabel und dann kannst du 2 Leute anschließen. Ja. Wobei dann, ja. Ja, oder warum, also ich meine, Achtung, jetzt kommt, du kennst es, ja, jetzt kommt wieder die Studio-Sache. Mikrofon von oben. Ja, geh halt ins Studio, ja. Wir hätten geh das halt natürlich auch irgendwie, wir hätten uns in unserer Medientechnik einmieten können. Einmieten, aber, das klingt nach Outlook-Kalender. Einmieten, hast du gerade einmieten gesagt? Naja, wir hätten da anrufen können und sagen können wir das irgendwie bei euch aufzeichnen? Aber ich meine, ehrlich gesagt, dann hätten die da, also die hätten das bestimmt super gemacht, aber dann ist so dieses gleich mit Kanonen auf Schwarzen schießen, dann hätten die das halt aus 3 Kameraperspektiven in 4K gefilmt, ja. Natürlich mit allem drum und dran, mit Mikrofon von oben geangelt. Und dann ist aber, weißt du was, dann ist so das, was du sagst, das Video wirkt halt irgendwie authentisch, ja. Das geht dem halt verloren, weil wir denn eben nicht irgendwie in unserem Labor da stehen, in einem Raum, wo wir uns irgendwie heimisch fühlen, sondern wir stehen dann halt in dieser recht artifiziellen Studioatmosphäre und dann sind der Kollege Scheinschmidt und ich direkt so ein bisschen gehemmt, will ich nicht sagen, aber dann sprudelt das nicht ganz so aus uns heraus wie sonst. Es ist so, wenn man, ich auch heute noch, gerade je weniger Vorbereitung, ich sage glaube ich jedes Mal, ich veratme mich, Teile des Gehirns setzen aus, du drückst auf Rack, man sieht die rote Lampe. Selbst vor den Streams denkt man so, warte mal, was mache ich hier? Ah, okay, heute Bits und Bytes. Also, das darf man echt nicht unterschätzen. Also, das haben auch, glaube ich, in den letzten Monaten Leute Dozierende gemerkt. So. Also, auch wenn Leute sagen, ja, dieses YouTube easy. Ja, lad mal was auf YouTube hoch. Apropos, ich würde sagen, wir springen halt kurz rein. Ich meine, vielleicht haben es ein paar noch nicht gesehen. Dann können wir tatsächlich, also Authentizität scheint ja so ein Ding zu sein und so gehemmt, wenn dann die Studiolichter auf einen runterprasseln. Muss man mal mitgemacht haben. Gib mir ein. Ah, das sind wir. Das sind wir. Oh Gott, mehrfach. Und jetzt, das ist.
Absoluter Rookie-Mistake. So, hier sind wir richtig. Das, genau, Matthias Mandowski, super Kanal. Also dir sollten mehr Abonnenten zuhören. Das ist einfach so. Eben. In einer Ausgabe müssen wir mal auch über YouTube-Profs sprechen. Ich habe jetzt mehrere gesammelt, auch gerade so ein Prof Lemeschko aus Wien. Großartiger Dude. Und hier können wir ja einfach mal so rein. Boah, mache ich das auf Vollbild? Sieht man das da noch? Klar. Ja, wunderbar. Ich habe das gleiche T-Shirt an wie heute. Vor allem sagst du nicht, wir wollen mal kurz. Aber es ist nur 8 Minuten 21. Das kann man schon machen. Ich glaube, ich mach die Musik lieber mal aus. Das ist zum Beispiel auch so was, wir sind ja unsere eigene Regie. Ja, genau. Naja, und dann ist, also manchmal möchte man ja gar nicht, wie ich sage, so den riesen technischen Overkill haben. Und wenn du dir jetzt die Bildqualität anschaust, meines Erachtens, also das ist halt das ist hier ein Samsung, Galaxy X Cover, das ist so ein 150-Euro-Handy, das ist mit der Frontkamera dieses Teils aufgenommen. Ja, aber das sieht man schon, Matthias, muss man schon sagen. Also, es ist okay. Das stimmt, ja. Man darf sich jetzt nicht hastig bewegen, das ist richtig. Aber also, wenn ich jetzt, also was jetzt für mich, sagen wir mal, ein entscheidender Punkt ist, man kann die Werte auf den Messgeräten lesen und die kann man halt wunderbar lesen. Also, ja, auch, ja, rechts, ja, das, also was war rechts nochmal? Das Ampere? Nee, links war. Links war die Spannung, die 230,9, genau. Und rechts, ja, da ist halt das Display ist und irgendwann. Ja, ist schon okay. Also vor allem, also wie gesagt, dieser riesige Sicherungsschrank. Was ich ja faszinierend finde, dass hier euer improvisiertes, halb schief hängendes, ich roaste dich jetzt hier ein bisschen, ne? Das ist meine Aufgabe, dass man das schärfer sieht als euch. Welches das? Das improvisierte Flipchart im Hintergrund. Ja, na gut, auf irgendwas muss halt die Kamera fokussieren. Ja. Ne? Ich mach nochmal, genau. So, jetzt wird's gleich hier so. Zack, Thomas hätte einen Ticken lauter reden müssen, aber ist ja nicht, vielleicht nicht, also macht mehr davon. Egal, wie sehr ich jetzt random wusste. Ja, wir wollen eigentlich mal irgendwie jetzt, das müssen wir auch nochmal machen, ein Student von uns hat, wir haben so crazy Cards, so eine kleinen Go-Karts, und ein Student hat das halt umgebaut, hat da einen neuen Antrieb reingefrickelt. Und eigentlich wäre es eine geile Idee, wenn der halt seine Präsentation hält von seinem Projekt, wenn wir die Präsentation auch irgendwie bei Twitch übertragen und dann auch gleich noch ein bisschen mit diesen Autos rumfahren, ein bisschen was zu unserem Labor erzählen, in dem er das da gemacht hat und sowas. Das müssen wir mal. Das Problem ist halt Zeit, ne? Also aber Studenten haben Zeit, kein Problem. Studenten haben Zeit, ja. Das ist direkt mal ein Klischee nach dem anderen, wie einfach diese ganze Szene von der jeweiligen Lampe erhellt wird, die ihr da benutzt. Ihr habt kein sonstiges Licht aufgebaut, kann das sein? Nein, wir haben uns, also ich meine, so ein bisschen Erfahrung habe ich natürlich trotzdem, wie man sich so hinstellt. Ich wollte jetzt da keine Lichter entsteppen, dass wir standen vor einer großen Fenster von zur Nordseite mit schönem diffusem Licht. Von daher sind wir so ja eigentlich gar nicht so schlecht ausgeleuchtet. Ja, ist alles gut, alles gut. Und das, man das war auch immer ganz cute, wenn er dann so rum ist, um abzulesen. Aber das meine ich. Ich glaube, da denkt man erstmal nicht drüber nach. Weil man will ja auch, es ist ja auch ein One-Take. Genau. Und wenn man dann das dann irgendwie so, ja, du willst nicht von vorne anfangen. Und es ist wirklich der Erste gewesen. Ist wirklich der Erste gewesen. Und ihr habt dann also gar nicht erst gesagt, komm, wir gucken uns das an. Ihr habt dann gesagt, komm. Nein, wir haben irgendwie die ersten 30 Sekunden, da habe ich habe irgendwas gesagt, das klang dann irgendwie albern. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fangen nochmal an. Und dann habe ich gesagt, ach nee, wir können einfach laufen lassen. Ja, wir tun sowas nochmal an und dann haben wir halt einfach, genau, wir haben 10 Minuten aufgenommen und sozusagen die letzten 8 Minuten genutzt. Das ist extrem effizient. Also wer es nicht kennt, Synchronisationsschnipser, gibt zwei schöne Spikes in den Audiospuren, paar Sekunden oder paar Millisekunden danach, einfach alles wegschmeißen, was vorher war, funktioniert super. Wird Pickup genannt. Machen auch andere Voice-Over-Leute so. Das ist schon, ja. Und das war jetzt im Rahmen von quasi einer Kinderuni, oder? Wenn man das so übersetzt. Ja, so im weitesten Sinne. Also es gibt immer von den IngenieurInnen ohne Grenzen, die organisieren ein Fest der kleinen Forscher und Forscherinnen. Das klingt ja so süß. Also es ist ja wirklich, also ich finde,
Kinderuni ist auch schon wieder so ein bisschen zu, aber fest, also auch das Fest, das ist schon, also das Marketing stimmt, will ich damit sagen. Ja, und das fand natürlich in den Jahren zuvor immer in Präsenz statt. Also da waren wir meistens, es gibt so ein Familienhaus in Magdeburg, nicht weit von der Uni entfernt, in der Nähe von einem Park. Und die haben halt auch so ein großes Außengelände, was so ein bisschen parkartig ist mit so Bäumen und Pavillons und so. Und da hatten wir dann auch immer einen Stand. Und man konnte dann bei uns mit einem Elektrokasten irgendwas experimentieren oder irgendwie kleine Roboter bauen. Oder wir hatten so ein Eimer-Klavier, wo man dann mit den Füßen reinpatschen konnte und damit eine Melodie spielen konnte und sowas. Eimerklavier. Ein Eimer-Klavier, ja. Das funktioniert. Da gibt es eine tolle Großartig. Platine, die nennt sich Makey Makey, also so von Make und von Make Key. Und das ist vom Makey MIT. von Make und Key abgeleitet. Ja, genau. Okay. Und das ist irgendeine Gruppe. Es gibt so ein Lifelong Kindergarten, MIT Media Lab. Und die haben das entwickelt. Und das ist eine Platine, die schließt man an Rechner an. Die wird vom Computer erkannt wie eine Maus und Tastatur oder wie eine Tastatur, wenn man so will. Und dann kann man halt Kabel anschließen. Und wenn die Kabel einen Kontakt zueinander haben, dann ist das so, wie wenn man eine Taste drücken würde auf der Tastatur. Und um diesen Kontakt herzustellen, reichen halt geringste Ströme, die halt über den Körper fließen können, über irgendwie ein bisschen schmutziges Wasser fließen können. Und dann kann man Bananenbongos bauen, man kann ein Röhrenklavier bauen und man kann halt draußen, wenn es warm ist, im Sommer auch ein Eimerklavier bauen und Und kann das heißt, dann steht. Ja? der Mikrocontroller weiß dann, welche Taste dann Genau. das Und Ding dann hast ist. du halt auf Okay, dem das ist PC ja. einfach eine Keyboard-Software zu laufen und spielst dann über, also so wie wenn man halt an der Tastatur spielen würde, spielt man das dann mit anderen Sachen, die irgendwie den Kontakt herstellen. Und da haben wir so ein Eimerklavier, also man steht dann in der Mitte mit einem Fuß in so einem Eimer und dann kann man mit dem anderen Fuß in verschiedene andere Wasserbottiche neben drin reintutschen und dann gibt es halt einen Kontakt über den Körper, dann fließt da halt ein, weiß ich, ein paar Nanoampere, Mikroampere Strom und dann macht das halt, wertet das diese Platine aus und sagt dem Rechner, spiel jetzt mal ein tiefes C oder so. Das ist großartig. Also Naja, und das ging halt natürlich im letzten Jahr leider nicht. Und ich sag mal, in diesem Jahr würde es vielleicht aktuell gerade so funktionieren, aber verständlicherweise will man da vielleicht nicht so ganz so viele Kinder aus verschiedenen Haushalten und so zusammenkommen lassen. Und hat sich dann in diesem Jahr überlegt, irgendwie müssen wir das auch in einer digitalen Variante machen. Und dann haben die uns halt gefragt und die ganzen anderen Institutionen und Personen, die da so dran beteiligt sind, ob ihr nicht kurze Videos aufnehmen könnt. Wo ihr so ein bisschen zeigt, was ihr vielleicht sonst so macht und wo es irgendein Experiment gibt, was die Kinder im weitesten Sinne zu Hause nachmachen können. mit der heißen Lampe anfassen, ne? Das war schon so ein bisschen. Genau. Also ich habe geschmunzelt, weil ja, die Lampen werden doch, die werden doch schon ziemlich heiß. Also zumindest so Glühlampen, die werden schon sehr schnell sehr heiß. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, also das ist vielleicht, ich bin mal gespannt, ob wir da Rückmeldung bekommen zu von den Kindern. Also erstens, ihr, was habt ihr da erzählt? Meine Tochter, mein Sohn hat sich tierisch die Hand verbrannt. Oder Ja. andersrum, nee, also wir haben eigentlich nur LEDs bei uns zu Hause gefunden, weil ich glaube, so viel Glühlampen, also außer vielleicht so bei Kellerbeleuchtung oder so, aber zu Hause gibt Ja. es in Wohnungen, halte ich das für überschaubar. Tatsächlich habe ich mich beim Video gefragt, wie ihr überhaupt noch also an die Glühbirne gekommen seid, weil man darf die ja gar nicht mehr verkaufen oder Ja, also kaufen. ich kann dir das sagen, ich hab die zu Hause aus meiner Kellerbeleuchtung Ja, rausgeschraubt. genau. Also, weil es gab ja irgendwie vor ein paar Jahren mal so die Spaßpetition, dass es einfach als Heatballs weiterverkauft werden soll. Ich glaube, die EU hat einfach gesagt, das geht nicht mehr, zu teuer, viel zu viel Energieverschwendung, auch ein Draht zu leuchten, also aus heutiger Sicht. Nee, aber war echt schön. Also, das auch Wir haben weil, ja. uns ist dann aber eingefallen, wir haben dann in der Uni auch noch welche gefunden, natürlich in irgendeiner Kiste, aber haben es seliger als brauchen, bevor wir dann da ewig Haben rumsuchen. es. Ja, denn das stimmt wohl. Jetzt haben wir fast das ganze Video hier Was übersprungen. ihr zu Hause mal selbst ausprobieren könnt, probiert mal verschiedene Lampen aus, macht sie an, Ja, da sagt er schaltet es. mal. Probiert mal verschiedene Lampen aus. Mit oder ohne Handschuhe. Nein, kann man schon machen. Ich frage, also ich
was ich mich auch noch gefragt habe, wie dann kleine Forscher und Forscherinnen das finden. Weil, also, geht ja jetzt also nicht notwendigerweise. eigentlich sollten wir das halt nur irgendwo in einen Cloud-Speicher hochladen und dann den Leuten einen Link schicken. Und wir haben halt gedacht, was soll man das jetzt da irgendwie? Also, wir laden das halt gleich bei YouTube hoch. Wir haben das natürlich auch den Leuten da die MP4-Datei geschickt, sodass sie es im Zweifel zwar auch nochmal auf ihre eigene Website hochladen. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren, wann das halt stattfindet. Also ich glaube im Juli, wenn es dann soweit ist und wenn das Video offiziell auf der Fest der kleinen Forscher und Forscherinnen Seite zu finden ist, dann werden wir es bestimmt nochmal verlinken. Das ist aber, glaube ich, was anderes, was du jetzt hast. Das ist das Haus der kleinen Forscher oder gibt es auch sowas? Irgendwie muss das mit den Ingenieuren ohne Grenzen zusammenhängen. Also da müsste man vielleicht auch noch irgendwie was aus den KA-News, ja. Halt uns da mal. Ja, ich halte euch auch. Das ist echt spannend. Also. Aber ich kann mich erinnern, das war auch in den letzten Jahren, war das auch so ein bisschen versteckt. Das ist ja, glaube ich, auch im Endeffekt eines der riesen ungelösten Probleme, auch wenn wir so Videos produzieren, jetzt meinetwegen für die Studienwerbung, ja halt an die Zielgruppe ranzukommen. Also nur weil man das Video dann irgendwo hochlädt, heißt es ja noch lange nicht, dass es halt die finden, die es finden möchten. Und ich denke, dass die 101 Aufrufe davon sind 80 Leute, die einfach Elektrotechnik studieren und an der Uni sowieso meinen Kanal abonniert haben. Ja. Und die sich jetzt gefreut haben und gesagt haben, boah, endlich mal was Praktisches, endlich haben wir mal was verstanden. Und endlich mal müssen wir nicht die Sauklaue von Magdowski entziffern auf seinem Super Tiny. Das ist ja meine Anschrift gar nicht. Ich habe mich da hinten auch angestrengt auf der improvisierten Flipchart. Alles gut. Nee, also tatsächlich, ja, ich glaube, für Edu-Content ist die Reichweite schon okay. Ich habe mich ja über das Video gefreut. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und das habe ich auch drunter geschrieben, weil ich habe es A verpasst und B war es ja schon ziemlich closed, muss man ja schon sagen. Aber ich habe mich gefragt, warum du dein Greenscreen nicht eingebaut hast und einfach in deiner Folie sitzt, so wie wir gerade. Ja, weil ich ungefähr 2 Minuten Zeit hatte, das irgendwie alles einzurichten. Ich weiß, deswegen habe ich gefragt. Aber schöner Greenscreen. Ja, ist der Greenscreen, vor dem ich jetzt sitze. Ja. Ich habe gestern so tolles Meme gesehen bei Twitter. Ich weiß nicht, da war so ein Comic und dann stand so, hier, guck mal, das ist irgendwie das Hochhaus, in dem Stirb langsam gedreht wurde. Und guck mal, hier irgendwie in dieser Schlucht wurde irgendwas von Herr der Ringe gedreht. Und guck mal, hier wurde irgendwie dieses und jenes gedreht. So, und dann war so, ja, und guck mal, hier, vor diesem Greenscreen werden von jetzt an alle Filme gedreht. Und das nimmt natürlich das auf, was du vorher gesagt hast, Greenscreen nimmt halt auch Kontext. Ne? Ja, und bei uns finde ich es ganz, ganz nett. Man muss auch nicht so viel aufräumen. Ist hier natürlich alles tipptopp, klar. Also bei mir natürlich auch. Ich habe nur die ganzen leeren Flaschen unter den Tisch gestellt. Aber. Ja, aber tatsächlich merkt man, dass es halt ein bisschen. Ja, wenn man halt irgendwie doch nochmal, also deswegen zeige ich eigentlich doch auf meine richtige Wand, wo jetzt irgendwie auch noch ein paar Tapestreifen dran sind. Ich weiß nicht, ganz am Anfang der Corona-Semester, wie auch immer, war das ja so ein, ich will nicht, dass man mein Innenleben, oder einige haben ja gemeint, was ja auch irgendwie ihr gutes Recht ist, ich will nicht, dass man da irgendwie sieht, wo ich wohne, wo keiner auf die Idee kommt, irgendwie. Ja, man muss so ein bisschen seine Privatsphäre schützen. Ah, meine Kamera. Wir brauchen so ein Bingo, was passiert. Und in einer Bingo-Ecke muss stehen, Henriks Kamera geht aus, weil sie müde ist. Ja, da. Und dann, ja, ich hör schon niemanden lachen. Ne? Das ist. Und was passiert? Faden verloren. Wo war ich gerade? Greenscreen, Hintergrund zeigen. Genau. Und ein paar Monate später haben alle sich vor ihr IKEA Kallax Bücherregal gestellt, um zu flexen, wie viel Literatur sie zu Hause rumstehen haben. Also da gibt es irgendwie auch so eine gewisse Meta. Dann hat man tatsächlich auch ein bisschen mehr gesehen. Und der Greenscreen killt das halt komplett. Also, und man sieht es halt auch. Man sieht immer, dass es ein Greenscreen ist, weil das halt doch nicht Hollywood ist. Schön.
So, Ja, was und machen wir jetzt bin jetzt? ich ja umgezogen, deswegen hatte ich ja auch so wenig Zeit die letzten Wochen. Und jetzt habe ich meine Frau hat sich entschieden, die Wand, ich würde sagen, es ist ein Türkis, ein relativ dunkles Türkis. Das Wenn, kriegt man weiß aber keiner, mit muss Blue Key man. hin, oder? Bitte? Das kriegt man aber doch mit Blue Key hin. Das kriegt man bestimmt, also in Zoom würde man das bestimmt rausgefiltert kriegen. Ich müsste jetzt Ja. den Schreibtisch nochmal verrückeln, dass ich, weil ich oben noch so einen weißen Streifen habe, sonst oder die Kamera extrem weit reinzoomt. Muss man weiß ich, wenn du jetzt in den Twitch-Stream von heute reinguckst, dann siehst du meinen neuen Hintergrund. Und wenn man das nicht weiß, könnte man denken, das ist eine Tafel, weil das so ein bisschen dieses dunkle Türkis so aussieht wie. Naja, man könnte auch denken, ich stehe vor Ach, einer Tafel. tatsächlich. Okay. Und jetzt habe ich schon zu Hause schon sozusagen, wehe, ich schreibe da mit Kreide dran. Tatsächlich sieht das aus wie eine Tafel, die schlecht beleuchtet ist. Ja, der Beleuchtung muss ich zu Hause noch optimieren, aber das ist jetzt, ich bin froh, dass es überhaupt erstmal wieder funktioniert alles. Das mal auf einer Skala von Michael Scott, wie geht es dir heute? Ich habe das letztens mit Studierenden mit der Sendung mit der Maus gemacht. Allerdings im Big Blue Button, wo es keine neuen Antworten gibt. Big Blue Button Ja, sagt das danach stimmt. Nach ganz vier oder fünf komisch. oder so, es geht nicht, ja. Und auf der, also die, weil manchmal ist es ja schwer, sozusagen Hürden oder ja, sagen wir mal, Hürden irgendwie zu messen. Und vielen war das zu blöd, in den Chat zu gehen, Enter zu drücken, also eine Zahl einzugeben und Enter zu drücken. Also ich glaube, die Hürde fängt schon nur bei dem Klick an, weil in Zoom kann man ja wirklich einfach auf die 4 zum Beispiel klicken oder auf die 6. Und dann dachte ich so, machst du jetzt Überschneidung? Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und ein paar haben dann noch eine Zahl gepostet, aber eigentlich wollte ich das von dir kopieren. Ich habe auch das komplette Archiv, was du ja einmal auf Twitter bereitgestellt. Aber das hat, also da hatte ich irgendwie gedacht, das wirkt bei Matthias immer so gut. Das muss ich nachbauen. Und selbst mit Erfahrung und hier mit Technik, wie auch immer, halt grandios gescheitert. Aber so Sessions gibt es halt auch, wo halt Leute sagen, nee. War auch wieder morgens. Ja, Mittwochmorgens, 9 Uhr. Ich sag dir, das ist. Ja, es war heute Morgen Dienstag, 9 Uhr, ne? Und die 6 hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, so was das, ob das jetzt so ein Fremdschämen mir gegenüber war oder ob das so ein, ob man einfach. Heute Morgen in der Übung hatte ich einen mit dem Elefanten aus der Maus und der schlief einfach auf jedem Bild. Das war auch. Ach, Gott, war als ich. Avatar quasi. Ja, als Comic halt so. Ach Als so. der blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus. Die hatten letztens auch so ein Dings gepostet. Ah, faszinierend. Ja, genau. Den, oder nee, mit dem Elefanten, das hatte ich noch nicht. Ja, ein paar kann man, ein paar, ja, nee, es ist. Und dann hast du ein bisschen Menti gemacht, okay. Aber auch Stunde 30, das ist ja Naja, schon. halt 90 Minuten, den ganz normalen Vorlesungsslot. Ne? Ich habe ein Experiment Krass. gezeigt, irgendwo also zwei Experimente zwischendrin und ein bisschen gerechnet und Gab es gemacht denn und hier getan. Chat-Beteiligung? Sag Nee, mal. also Twitch nicht. Also es waren halt auch nur irgendwie gefühlt drei Leute in Twitch und der Rest war halt in dem Zoom. Ne? Aber in Zoom dann, gab es da Beteiligung? Ja, im Zoom gab es Chat. Ich hatte auch noch ein Frag jetzt offen. Und da gab es auch etliche Fragen. Verrückt. Ja, es ist Und also. die Fragen waren aber interessanterweise alle nicht inhaltlicher Natur, sondern ich habe jetzt so ein bisschen erklärt, wie die Prüfung funktionieren wird. Und dann gab es halt einen Haufen Fragen zu der Prüfung, was denn erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und Ich habe ein komplettes Forum, inhaltliche Fragen. Also das Forum heißt inhaltliche Fragen. Nur Orga. Nur Prozess, nur Ablauf. Also ab und zu kommt was und natürlich ein Frageformular, also dieses Anonyme, wo wir immer sagen hier, ja. weil ich meine, ich glaube, die eine oder andere Forschung hat es auch gezeigt, je höher die Anonymität, desto höher die Beteiligung. Aber die da sozusagen, also das sind auch eher die starken Kandidaten dabei, die könnten auch offen fragen, auch kein Problem. Und dann hat man auch wieder die Spikes, die wir auch schon hatten, vor den Ja. Zwischenprüfungen, vor den Abgaben. Hast du irgendwie Freitagabend um 6 auf einmal ein paar Sachen drin, wo er sagt, ja, Montag ist Prüfung, es tut mir leid. Also sind wirklich so Muster, die man immer öfter sieht. Ja. Spannend. Ist deine Ja, Audioqualität? Lass da mal aber reinhören, oder? kurz. Also wir Ja, haben dann kannst du auch mal die reinhören. Übungsaufgaben Das ist durchgemacht, natürlich. ne? Das Rode, wie heißt das? NT1 USB, Ja. NT-USB. Warte, jetzt mal, jetzt Also schweigen. man gibt nichts in MATLAB ab, oder man gibt keine LTSpice-Lösung ab, sondern man rechnet eigentlich von Hand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ah, und dieser blauen Slide. Okay, aber das heißt, magst du noch was also wenn man, okay, wenig Chat in Twitch, das ist halt, ich glaube am Anfang tatsächlich so. Ich habe so eine 4%-Regel mal gehört oder auch aufgeschnappt. Also hast irgendwie wirklich 100 Leute, die dir zugucken und vier schreiben vielleicht mit. Ja, und ich meine, der nächste Punkt ist natürlich, dass also auch selbst jetzt bei Frag jetzt, ja, dass natürlich sich irgendwie so wirklich tiefschürfende elektrotechnische Fragen schwer in Text erklären lassen. Also dann ist wahrscheinlich die Hemmschwelle, kurz das Mikrofon anzumachen und zu sagen, also es gab auch dann so ein paar Zwischenfragen, warum machen wir es jetzt so und so und nicht anders und irgendwo Ja. habe ich mich nochmal verrechnet und so und dann Okay. müsste da das Lambda nicht irgendwie dahin an den Term und nicht da und das Ja. kriegt man natürlich dreimal schneller jetzt einfach auf der Audiospur rübergebracht, als das in unseren Textchat reingeschrieben. Also ich glaube, in den wirklich so harten ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fächern so ein Textchat ist halt auch Ja, schwierig. wobei, da muss ich echt sagen, oh, guck dir mal das Add-on ClickMaps an. Von Twitch, das hat Ex Machima, also quasi der ist ein Anbieter, kann man es wie so ein Plugin, den kannst du installieren und dann kannst du wieso, also was heißt wieso, kannst Heatmaps aktivieren und du kannst zum Beispiel eine Schaltung einfach mal größer aufzeichnen und sagen, okay, wo muss denn jetzt da der Spannungswandler hin? Wo fehlt da noch was? Und dann machst du quasi wie quasi ein grafischer Lückentext Ja. und das habe ich bei einigen amerikanischen Dozenten gesehen in Chemie. Die haben dann Strukturmodelle oder auch Gleichungen. Und dann sollen die Studenten sagen, wo das dynamische thermische Produkt zum Beispiel gerade liegt. A oder B. Und dann voten die quasi. Und die Hemmschwelle ist so extrem niedrig, weil du klickst halt ein paar Mal und siehst du schon, okay, die Bubble geht auf, gehöre ich zu den Leuten, die es wahrscheinlich auch richtig haben. Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Da musst du natürlich die Aufgabe ein bisschen umstellen. Ja, und das läuft über einen Rückkanal in Twitch oder wie? Genau, also es ist quasi, die müssen dann in Twitch klicken, Okay. logischerweise. Heißt auch, dass mehr Leute über Twitch, Und das läuft über einen Rückkanal in Twitch oder wie? genau, also es ist quasi, die müssen dann in Twitch klicken, Okay. logischerweise. Heißt auch, dass mehr Leute über Twitch gucken müssen. Ja. So. Und das könnte, also wie gesagt, ClickMaps, kann ich ja später, oder kannst du ja mal vielleicht Twitch. Ich hatte das auch tatsächlich in einem Paper mal gefeatured. Twitch, ClickMaps, Ja, weil X. ich meine so diese Kommentieren-Funktion in Zoom, ne? Also ich sage hier, was weiß ich, Ja. wir haben nachher dann irgendwie so ein Diagramm malen lassen und da können die Leute da natürlich einfach mit der Zoom-Kommentieren-Funktion reinmalen auf meinen Bildschirm. Ja, das sieht dann ungefähr so aus, was dann quasi so Bereiche. Normalerweise wird das für Spiele benutzt. So, welche Karte soll ich als nächstes Das spielen? Soll ich Spielen. aussetzen? Soll ich. Es geht eigentlich um Zuschauerinteraktion. Wir Ja. können das aber übernehmen und sagen, welche Lösung ist richtig, welcher Schritt kommt als nächstes. Und dann kannst du eben darauf eingehen, okay, ja, sagen jetzt 13% so, warum kann das sein, warum kann das nicht sein? Ja. Und die Leute müssen sich eben nicht outen, Ja. sozusagen. Funktioniert in der Chemie wohl ganz gut. Und in Mathe wird es auch teilweise eingesetzt von US-Profs. Das könnte ich mir bei dir ganz gut vorstellen. Ja. Das heißt, und wie groß, also ich will es ja immer so ein bisschen runterbrechen. Wir haben jetzt gesagt, irgendwie vier bei Twitch, da wird die Hälfte da schnell von deinen Studis zugeguckt haben. Wahrscheinlich hast du irgendwie ein bisschen Beifang noch gehabt. Noch ein paar Abonnenten, irgendwie so. Wie viele waren in Zoom? Ungefähr 50, Nochmal 50, 60. 50. Und wie viele hast du maximal? Sag mal, vielleicht 100. 100, okay. Aber das ist ja Aber irgendwie auch mal eine vorletzte Aussage. Semesterwoche, ne? Vorletzte Semesterwoche. Ich meine, dafür ist der Schnitt, glaube ich, ganz gut. Ja, aber das ist halt auch wie so. Und hast du mehrere Slots? Das ist ja auch noch wichtig. Nee, na, für die Vorlesung ist das jetzt der eine in der Woche. Okay. Und dann gibt's aber noch Übungen. Ja, und dann gibt es noch Übungen. Aber ich hatte Okay. vorher halt schon eine Übung. Gut, aber ich würde sagen, irgendwie von der Hälfte auf 50 runter. Und dann bist du halt ja quasi hier mit 4%-Regel wieder dabei, die sie quasi den Extra-Kanal angucken. Aber du nimmst ja auch Zoom auf, nehme ich stark an. Nee, Zoom nehme ich nicht auf. Stimmt, warum auch? Hast du dann Twitch? Genau. Ja, gut, aber dann wäre es ja, und ich meine, das haben wir hier auch schon gesehen, was, ich meine, 21 Aufrufe, der eine war ich, der andere warst du, fünf waren noch So, das ist auf jetzt, Twitch. genau, das sind jetzt ein paar Leute, die sich das jetzt eben nochmal Genau. irgendwie in der Konserve anschauen, So, ja. und Und dann bist du. eigentlich, das war auch so die Intention. Also, das ist Ja. jetzt
Nur weil ich rechne dieses eine Beispiel, dann danach kommt jetzt irgendwann ein kleines Experiment. Da. Ja. Bild aus die Bildausbeute könnte ein bisschen höher sein. Welche Zwinker-Smiley, Bildausbeute? 4 zu 3 Bildschirm. Ja, Ja, ein bisschen Dead Space, ja. aber warum ist eigentlich, also eigentlich hätte ich auch gesagt, dass mein, das Oszilloskopprogramm müsste eigentlich 16 zu 9 sein. Die Folien sind wie gesagt 4 zu 3. Aber ja. Das Oszilloskopprogramm müsste 16 zu 9 sein. Und das auf, Das ist jetzt genau. auf 16 Zoll, das ist okay. Das macht Twitch im Kinomodus auch so ein bisschen kleiner. Wenn ich hier auf Vollbild gehe, dann ist das ist 16 zu 9, das passt. Genau. Und jetzt da mein Tisch, der ist gefilmt mit einer Logitech 10920. Die gute alte Die Logitech. gute Okay, alte. okay, okay. Ja. Auf meinem Nee, weil Tisch da. also an sich, du könntest dir halt auch schon überlegen, ob du noch so ein paar Overlays machst. Vielleicht kennst du jemanden, der Overlays kann. Man weiß es nicht. Gibt vielleicht auch ein paar Online-Bilder. Weil an sich könntest du halt auch mit Greenscreen wirklich in dein Material sitzen. Ne? Dann brichst du aus dieser Ja. Box aus. Wo habe ich das schon mal gehört? Das glaube ich war meine Idee. Naja, aber. Das wäre, also ich glaube dann, also ich will darauf hinaus, wenn das halt wichtig ist. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man seine eigenen Studien erstmal erreicht. Aber ich bin ja auch immer noch dafür, wenn man das eh macht und es eh öffentlich ist. Das ist quasi neben jeder Tag der offene Tür ist, kann einpacken, wenn du regelmäßig zeigst, dass das eben die Lehre ist und kein Ja. Fakey, Fakey, Makey, sondern dass das genauso aussieht. Und ich glaube, dass das das Hochschulmarketing der Zukunft ist, wenn ich mal so einen catchy Titel hier rausfeuern darf. Weil man eben nicht mehr komische 60-sekündige Trailer oder Testimonials mit shiny gekauften Faces. Ja, aber ich meine, bin ja für meine ehrliche Art bekannt. Also, wir wissen doch, wie es läuft. Dann wird irgendwie dafür echt teuer Geld schnell ein Trailer gebaut und dann wird irgendjemand Ja, vor die und Kamera also gezerrt. bei uns sagt man so schön, man muss keine Werbung machen, wenn das Produkt nicht stimmt. Ne? Ja gut, aber das ist schon okay. Das kommt vielleicht noch dazu. Ja, nee, ja, da bin ich ganz bei dir. Also, Absolut. und dann könntest du halt irgendwie auch, also ich würde tatsächlich, wenn, da muss man auch ein bisschen aufpassen, irgendwie, es ist eine private Plattform, es ist eine US-Plattform, ja, da muss sich ja eh immer rückversichern. Aber Otto von Guericke Logo rein, der Link zum Lehrstuhl rein. Ich würde auch so eine Laufleiste, also man muss gucken, dass man das nicht so komplett vollkleistert. Aber da ist Platz. Also. Wenn man sich überlegt, wo sonst überall Logitech und Razer und was nicht alles für Spielemarken draufsteht, finde ich es in Ordnung, wenn du quasi auf Genau, einer. hier oben steht jetzt der Pico Technology, weil das ist die Firma vom Scope. Das kennt ja keiner. Aber da ist schon. Also ich würde das viel. Was heißt dreister? Ich meine, du bietest ja offene Bildung auf einer Plattform an. Du schaltest keine Werbung vorher. Du erklärst es auch noch. Ja, und das ist, also ich sag mal so, bevor ich die ganzen Shenanigans machen würde, ist immer eigentlich erstmal die erste und wichtigste Sache, würde ich sagen, für mich, dass das fachlich alles einigermaßen richtig ist, was ich da erzähle. Und ich meine dann, dass es dann irgendwie noch nett aussieht, das ist vielleicht der zweite Punkt. Ja, aber klar, da kann man jetzt noch ein bisschen was machen. Also, ne, ist auch immer wieder schwierig, dann. Ich habe da was gezeichnet, dann brauche ich nochmal irgendwie das Ergebnis, dann muss ich das mir irgendwie wieder vorsuchen. Ne? Da habe ich jetzt irgendwie einen Screenshot dann nochmal geladen, da, um das zu vergleichen und zu zeigen und ein bisschen was zu erklären. Und Was sagen denn klar. deine Tutoren, dass du deine Vorlesung streamst, also deine Übungsleiter quasi? So, ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel Rückmeldung habe ich jetzt von Ihnen gar nicht bekommen. Also die Schulis finden das immer wieder gut. Es stand Ja, jetzt in der definitiv, keine Frage. Evaluierung stand drin, dass ich das bitte weitermachen soll. Aha, also Leute, da gibt es tatsächlich einen Bedarf an öffentlicher, qualitätsgesicherter Aber Lehre. ja, aber Evaluierung, also echt 21 Rückmeldungen, ne, von sagen wir mal Aber ist doch roundabout 100 egal. Studis, Also hier ja. Club der Willigen, Feuer frei. Also ich meine, da ist längst das Survivorship Bias drüber gelaufen. Da hast du die Leute eh schon verloren. Dann zwickt irgendwas anderes. Also man muss halt irgendwie irgendwann mal sagen, dann muss man den Sack zumachen. Und wenn Leute sagen, bitte weitermachen, dann bitte weitermachen. Also nee, also wie gesagt, ich würde die, also ich will darauf, hab gefragt, weil ich dein, wenn du, wahrscheinlich hast du so drei, vier Übungsgruppen, nehme ich an, für so eine große Na, wir Vorlesung. haben in diesem Semester 7, glaube ich. Sieben. Also andere Unis. 100 Studierende, 7 Übungsgruppen.
Kann man ja mal überlegen, ob das an anderen Unis auch so ist. Also, Naja, das weil ist ja sonst macht sonst, es wird sonst ein bisschen schwierig, ne, wenn du so Ja, diese klar. große Gruppen hast. Und da, ich würde die halt mal fragen, ob da einer Lust hat, mal den Sidekick mit dir auszuprobieren. Das würd ich fragen. Der soll sich mit dir ins Zoom hängen und dann fischst du auch einfach die Audiospur raus, so wie wir das hier auch machen. Da muss ich ja, die zeigen wir schon auch cool, aber das würde ich, und dann hast du vielleicht auch ein bisschen, weil natürlich hast du super hohen kognitiven Load. Also du musst da das hin und her jonglieren, dann musst du das Bild anpassen, OBS muss laufen, auf einmal irgendwie schmiert Twitch ab. Man hat schon viele Bälle in der Luft und ich glaube, so eine zweite Person hilft. Und einer von den sieben hat da bestimmt Bock drauf. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass, ja. Ja, der Punkt ist halt, ist so, jetzt ist wieder so Meta-Dings, ja. Eigentlich wäre so unter Diversity-Gesichtspunkten, und hier, ich kann die Tasse featuren, hier Büro für Gleichstellungsfragen und so, eigentlich wäre eine Dame nicht verkehrt. Auch Nicht, nicht weil es, schlecht, ja. ja, aber wir sind halt, im Moment sind wir leider nur Jungs am Start, Da muss am man halt dann Herrschen. auch mit dem arbeiten, was man hat. Das ist halt auch wie, ja, wie mit den Rückmeldungen. Ne? Ja, aber das, aber ich meine, dass dir das bewusst ist, ist ja schon mal Ja. der große Punkt. Und ja, oder vielleicht fragst du die, vielleicht hast du ja auch weibliche Studierende, Studentinnen. Ja. Also ich, da muss man auch immer gucken, dass das irgendwie nicht awkward ist und so und dass man irgendwie auch nichts Leute irgendwie vor die Kamera zerrt, das davon, ja, wie gesagt. Aber ich glaube, dass insgesamt der Mehrwert extrem hoch ist, weil ich das selber jetzt auch kenne, vor eine Wand zu reden und wenig da streamst du wenigstens noch. Es wird schon aufgenommen, die Infrastruktur ist da, man kriegt kostenlosen Speicher, du musst dir keine Gedanken machen, was die nächsten paar Tage damit passiert. Nee, also ich sehe sehr viele Vorteile. Der Kollege Thomas Scheidschmidt, der wäre sehr nett. Das würde gut passen, so wie in diesem 8-Minuten-Video, aber ist natürlich, seine Zeit ist aber genauso begrenzt wie meine, ne? Ja, aber warum denn auch nicht? Also, Aber ja, also ich, keine Ahnung, vielleicht müssen wir das mal irgendwie machen. ja. Weil ich wäre zum Beispiel auch total interessiert, mal in seiner Lehrveranstaltung, da geht es so mehr um elektrische Maschinen und Motoren und Generatoren und alles, was sich dann irgendwie dreht und bewegt. Das wäre irgendwie auch witzig. Was ich gerade sehe, wenn ich mir das jetzt angucke, ja, immer wenn ich irgendwie zeichne, bleibt der Pointer still stehen. Echt? Ja, guck mal da, da Ah, erscheint. das ist dieser Pen-Highlighter, den ich hier geschickt habe, ne? Ja. Der war, ja, wahrscheinlich kann er nur mit dem Initialdruckpunkt, aber ist ja nicht schlimm. Also, Nee, ist nicht schlimm. Die Linie erscheint ja. wie durch Geisterhand, aber man sieht den Pointer super gut, finde ich. Ja. Also, das ist definitiv ein Vorteil. Ja. Tatsächlich, das sagen auch teilweise YouTuber, man muss sich seine Streams und Videos auch einfach mal angucken. Und einfach, also weil viele sagen, oh Gott, nein, ich will mich nie wieder hören und sehen. Ich glaube, es braucht irgendwie so 100 Stunden Material. Ich finde es überhaupt nicht mehr komisch, muss ich gestehen. Ich gucke Nein, auch. ich finde es auch nicht komisch, Also, nein. es braucht Zeit und natürlich ist es ein bisschen wie als Kind, wenn du erstmal mit so einem Rekorder sprichst und du denkst, die Dämonen kommen aus der Wand, weil mal zu ungewohnt ist. Und so ist das eben auch mit Handschriften und mit Gestiken. Aber ich gucke mir auch ab und zu noch mal hier unsere Sachen durch, gucke, ob die Audioqualität stimmt und Co. Man ist eben doch sehr in seinem Tunnel. Aber da Aber ist schon echt viel meine Dead Space. Handschriftqualität ist doch in Ordnung, oder Ja, das nicht? ist okay. Das ist ja voll, ey, das müssen deine Studierenden entscheiden. Das mir. Und das ist jetzt halt in Zoom, das ist Zoom-Overlay, das ist nicht irgendwie im Windows Journal, da wird das nochmal ein bisschen geglättet, da finde ich, sieht das immer noch besser Ja. aus. Aber das kriegst du sonst nicht richtig. Ja, würde gehen, aber das ist halt noch mehr, noch ein weiterer Tab. Ja, genau, ich finde es halt einfach nett, dass ich da also das finde ich, ist ein guter Punkt, dass man halt mit Zoom, egal wo du rüberschreiben kannst, kannst du halt überall rüberschreiben. Ich kann auch in dem Oszilloskop-Programm rummalen oder Ja. kann auch dann irgendwie MATLAB dahinter schieben und das mache ich auch super gern. Irgendwas von Hand, also rechnen, dann irgendwie, das habe ich heute auch wieder gemacht, ein Diagramm zeichnen und dann sagen, oh, so ungefähr müsste das aussehen und jetzt rechnen wir das halt nochmal in MATLAB und wenn man das dann in Zoom gezeichnet hat und halt eben nicht in Journal, dann kann man halt das in MATLAB plotten und dann zieht man halt das MATLAB-Plotfenster hinter das von Hand gezeichnete. Ja, verstehst du? Und im Idealfall
passt das dann, stimmt das dann überein und sieht aus wie sozusagen wie gemalt? Und das ist natürlich toll. Und das ist so, das ist auch definitiv eine Sache, die ich total vermissen werde, wenn wir mal wieder irgendwann in einem Übungsraum stehen. Oder das geht halt mit meiner Flipchart an der gelben Wand In natürlich auch nicht. Präsenz, bitte In was? Was? Präsenz. Was? Dam, dam, da. Was ist denn? Hat er gerade Präsenz gesagt? Was für Präsenz? Es gibt nur, Nee, in Hybrid natürlich. es gibt Ich nur meine Delta Hybrid. at home. Also, was ist denn jetzt hier los? Oha, Stream buffert. Stream buffert, oh Gott. Ja, nee, also das ist schon spannend. So, was hast du dann hier gemacht? Zweites Experiment, glaube ich. Zweites Experiment. Boah, du siehst aber auch echt, da ist keine Pause drin, ne? Nee, Das irgendwann ist zum schon viel Schluss. mal, Dann das haben wir noch, ist. und dann haben wir noch Kahoot gespielt. Und guck mal, da kommt Kahoot. Und da ist, guck mal, da kommt. Die böse Skinner-App. Wie kannst du Die nur? Böse, 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 böse. böse. Es ist, ich finde das echt, echt, es, also ganz ehrlich, ja, man darf. Hast du. Moment. Moment, du, Moment, dich muss ich kurz aus. Ich sehe mich ja nicht, zum Glück, weil ich sitze vor mir selbst. Ja, das kann man ändern. Du bist Nein, in zum Skype. So, da ist er. Bitte was? Kahoot-Spielen setze ich mir traditionell eine Sonnenbrille auf. Das ist einfach nur cool. Cool und cringe, aber auch cool. KZJ. Und ja, die Namen, die in Kahoot sich. Jesus. Ich sehe sicher jetzt erst. Das ist, aber das ist halt echt so Das, ein Klischee, dass, ey Leute. ja, früher hätte man gesagt, Karohemd und Samenschau, ja, schön mit Maschinenbau, ne? Aber Was bei für. Elektrotechnik genauso. It's quiz time. It's Welcher quiz time. Zeitpunkt folgt der Strom, wenn der Schalter geschlossen wird? Der Kondensator war vorher aufgeladen. Ach so, die war. Ja, die habe ich mir ausgedacht, aber die habe ich mir schon vor Jahren ausgedacht. Okay. Die habe ich gestern Abend um ungefähr 22:30 Uhr per Copy und Paste in Kahoot reingepastet. Diese 2000er Radfahrerbrille killt mich total. Da, und hey, und ja, jetzt Meta-Information. Es ist wirklich eine 2000er Radfahrerbrille. Natürlich Ja, ist es. wie hast du das erkannt? Sie ist von Ja, Uwex. weil die so Alien-geshaped ist Ja, klar. und. Warte mal, ich muss Ja. kurz gucken, ob ich meine Sonnenbrille hier finde. Oh, the cringe-level is real. Und er überdeckt. Oh Gott. Meine Büro-Kahoot-Brille sieht so aus. Der Mann hat eine Büro-Kahoot-Brille. Gut zu wissen. Und das ist aber, glaube ich, so eine nachgemachte, Aber so meine ein. echte Ray-Ban, also die ist ja schon zu Hause, deswegen ist jetzt die nachgemachte, weil Uni und so, die darf nicht kaputt, die kann kaputt gehen. Ah, schön. Uno 2 hatten das richtig. Ja, nur zwei hatten das richtig. Eieieiei. Das, ja. Und dann malt der weiter. Das ist ja Ja, und absolut. das ist das, was ich meine. Das ist der Vorteil an dem Zoom-Overlay, ne? Und das ist halt der Vorteil an Kahoot. Wenn das jetzt irgendwie von den 20 Leuten da 18 richtig gehabt hätten, dann hätte ich das natürlich nicht erklärt und da nicht nochmal eine Skizze zugemacht. Wenn das mehr Leute richtig gehabt hätten, meinst du? Ja, wenn das mehr Leute richtig gehabt Ja. hätten, ne? Und ich meine, das ist ja die Idee von Audience Response und von Kahoot. Du kriegst halt raus, was wurde schon verstanden, was nicht. Erklärst halt nur das, was noch nicht verstanden wurde. Ja. Boah, Leute mit 0 Punkten, also der fünfte hatte 0 Punkte. Ja, die ersten zwei Fragen waren irgendwie, ich hätte die Fragenreihenfolge vielleicht umdrehen sollen. Wie gesagt, ich habe das Quiz gestern Abend so um. Okay. Es war schon später. Aber hier wurde es jetzt besser. So, ja. Das merkst du auch schon gleich, wenn der Answer-Count gleich am Anfang hochschnellt, Ja, dann. dann wurde halt Discord im Hintergrund schnell geöffnet und einer hat sich erbarmt und teilt die Fragen. Das ist zum Beispiel auch echt so ein Konzept, was man auch Watch-Partys. Also einfach, der eine soll streamen, ich stream von zu Hause, du streamst von zu Hause, wie auch immer, mit Sidekick von mir aus. Und die Studis sollen sich live treffen und im Audimax alleine gucken. Und dann sollen die darüber reden, dann sollen die auch vielleicht von mir ein bisschen lästern, dann weiß einer mehr Bescheid, dann kann einer gucken. Ich glaube, die trauen sich mehr. Guck mal, da sah doch jetzt das Diagramm schon viel besser aus. Guck mal, und da gehen jetzt richtig die. Also hier die zwei Biere spielen noch zusammen. Kannst du mir noch nicht erzählen. Das ist doch.
Also wirklich Und ich habe das, Watchpaddle. ich hab das, Also genau, ja. Aber das. das hat aber Jo Lovis schafft, wir haben es schon oft erwähnt, das hat er ja schon vor Jahren vorgeschlagen, dass sozusagen er macht die Videos und die Studis setzen sich irgendwo hin und gucken halt gemeinsam diese Videos. Und eigentlich müsste man den Studierenden auch, wobei ich das weiß, das finde ich halt auch ein bisschen seltsam, aber so vorher, wie gucke ich ein Erklärvideo, ne? Wie mache ich mir da sinnvoll Notizen zu und sowas? Ja. Weil ich glaube, das muss auch jeder so ein bisschen für sich herausfinden, Es wie man heißt das halt, am geschicktesten macht. irgendwann ist es halt schon ein Studium, ne? Da muss man dann irgendwie selber gucken, gucke ich es in anderthalbfacher Geschwindigkeit zweimal, gucke ich es einmal richtig, gucke ich es beim Kücheputzen. Das ist nicht mein Job. Also das, ich habe ja auch einmal ein Video zu gemacht, wie man richtig mit, wie ich finde, wie man richtig mit Erklärvideos lernen sollte. Ich glaube, zum Beispiel die Geschwindigkeit ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, man lernt, hat einen Stift währenddessen in der Hand und benutzt diesen Stift. Und zwar nicht zum Zeichnen, sondern wirklich für Notizen oder für Fragen. Weil ich glaube, wirklich nur vom Gucken, da kriegst du schwierige Themen. Also ich kriege damit schwierige Themen nicht abgearbeitet. Und 9 Minuten Lehrvideo kann gerne auch eine Stunde dauern, wenn ich zwischendurch noch 2 Sachen auf Wikipedia gucke, nochmal in die Unterlagen. Also das dauert. Also ich finde nicht nur, dass Minuten sozusagen linear einfach hochlaufen. Aber ja, Watch Party und vielleicht auch nicht immer, sondern zum gewissen Teil. Also ich glaube, es hemmt und ja. Nee, es hemmt nicht, sondern es nimmt Hemmung so rum. Und Kahoot am Ende, wie gesagt, die ganzen Haters gonna hate, von wegen, es ist Skinner-Wissen wie die Ratten, die nur auf den Schalter drücken, bis sie es halt richtig haben. Du zeigst es mal einmal, die Fragen sind relativ schwer. Und kann man machen. Also ich finde das völlig in Ordnung. Ich würde sogar so weit gehen. Ich habe letztens mir kurz interne Präsentation gehabt von einem externen, wie man Fragen sammelt. Hast eine interne Ja, das Präsentation war von nur extern? intern, aber es war jemand von extern, der ein Moodle-Plugin Student Quizmaster oder so hieß das. Und dann sammeln die Studierenden oder geben Fragen rein. Man kann so grob gucken, ob die passen und dann werden die aber gegenseitig bewertet. Mega gut. Und gerade in medizinischen Fächern klappt das wohl richtig gut, weil die Ja, weil die. halt Ja, weil die wegwissen wollen. Prüfung da auch so auf dieses Multiple-Choice-Format Ja, ausgerichtet klar. ist, wie halt bei der Fahrschule. Ne? Ja, Da aber gibt es auch die. irgendwie so ein australisches oder neuseeländisches System, Peerwise, das macht halt Ja. genau das Gleiche, so Fragen sammeln Und zum. ich finde, zum wirklichen Verstehen kann ich den ISO-OSI-Stack erklären und kann ich einen Algorithmus. Also, ich finde schon, dass man, wenn man natürlich so mit der alten Garde kommt, ist ABC oder All of the Above wirklich wie in der Fahrschule und wirklich immer nur mit den gleichen 100 Fragen. Ja, dann hast du irgendwie schon so ein Skinner-Ding. Dass Leute eigentlich nur sich quasi Overfitting sozusagen auf den Fragenkatalog. Aber wenn man sich wirklich gute Fragen ausdenkt und vor allem auch andere benutzt, weil Studierende haben halt auch nicht so das gute Gefühl, was ist denn eine gute Frage und was ist denn da die richtige Antwort und sind die vielleicht auch überlappend? Jetzt führt hier die Flamme oder? Ja, das Ausrufezeichen. Und Ach, die das Flamme ist, wenn Ausrufezeichen. du mehrere Antworten nacheinander richtig hattest. Eine Okay. Answer-Streak. Eine Und das, ein Answer-Streak. Answer-Streak. Und du, das Klassement hier, die Rangfolge war spannender als die Fußball-EM gestern Abend, würde ich sagen. Ja, das ging da hin und her. Krass. Ja, und Nicht ich habe diesmal schlecht. auch das, ich habe mal einmal am Anfang des letzten Semesters einen Fehler gemacht und ein Quiz irgendwie 3 Tage vorher vorbereitet und das aus Versehen schon auf Public gestellt bei Kahoot. Und dann hat das ein Student oder eine Studentin vorher halt gespielt und hat sich alle Fragen notiert, alle Antworten und ist dann sozusagen, hat so einen Durchmarsch gemacht. Und seitdem achte ich immer darauf, dass ich das wirklich erst auf Private stelle und dann erst kurz vor der Vorlesung veröffentliche. Oh weh, oh weh, Studierende beschäftigen sich vor dem offiziellen Start der Vorlesung mit Material. Das geht ja gar, also nein, das wollen Nein, wir. das geht natürlich schon, aber nicht indem man das Quiz auswendig Ja, lernt. Das ist aber ich natürlich meine, gemein. Also. das ist. Ich meine, es haben schon Leute im Scrabble gewonnen, die kein Französisch gesprochen haben, weil sie halt das französische Wörterbuch auswendig gelernt haben. Ist ein Brute-Force-Ansatz. Also, großartig. Aber es sind relativ viele Fragen. Also, es hat fast schon was von Na, acht Fragen. es Ey. waren 7 Fragen. Okay. Ich würde auch sagen, mittlerweile, also ich glaube so zwischen 5 und 10, das ist okay. Ich hatte früher auch mal so Kahoots mit irgendwie 12 Fragen oder 15 oder so. Das ist dann, da ist man dann auch irgendwie sozusagen gefühlt zu lange mit dem Quiz beschäftigt. Oder dann muss man auch mal ein bisschen Erklärung zwischendurch einbauen. Aber eigentlich, also wenn man das so macht, ja,
sozusagen 15 Fragen und bei jeder Frage 5 Minuten erklärt, dann ist halt auch eine Lehrveranstaltung rum, ne? True, true. Oh, jetzt ist Und ja. man hat halt trotzdem relativ viel Interaktionen dazwischen, was ja an sich nicht verkehrt ist. So, an sich haben wir jetzt, so Bierchen hat zweiter Platz und was hat den ersten Platz gemacht? Der Nikolai wieder. Yay. Das muss ich vielleicht. Muss ich mal fragen, ob wir das in unserer Übung auch einsetzen. Mal gucken, mal gucken. Aber. Ja, das ist mal schon auf jeden Fall ganz witzig. Man kann das mal Ja. machen. Wenn man das jede Woche macht, so, dann verliert es irgendwie ein bisschen seinen Reiz, habe ich das Gefühl. Guck mal, und ich meine, die Auswertung ist am Ende auch nicht verkehrt. Ne? Das zeigt den an hier. Ne? Da gab es zwei schwierige Fragen, die jeweils nur 8% richtig hatten. Das Ja. ist natürlich echt fies, Was weil. meinst du, wie gehen Studierende danach damit um? Wird da, also, ich meine, die intuitive Art ist natürlich also dauernd auf Print zu drücken und sich die alle schön, also einmal online ist die Frage weg, ist klar. Also, was glaubst du, was passiert? Passiert überhaupt irgendwas? So vielleicht so als Abschlussvotum. Was machen die Studierenden mit diesen Fragen? Was glaubst du? Also ehrlich gesagt, diese Fragen, genauso wie ich sie da gestern gestellt habe, findet man die auch bei uns im Moodle-Kurs in irgendeinem Quiz, wo man die jederzeit asynchron quizzen kann. Und dass jetzt die richtige Antwortquote bei den ersten beiden Fragen jetzt nicht überbordend hoch war, sagt mir jetzt wieder, dass die Fragen sich vorher in dem Moodle-Kurs halt keiner angeschaut hat, vermutlich, weil es keine Zusatzpunkte drauf gibt. Okay. Oder irgendwelche anderen Credits oder was auch immer. Und naja, eigentlich glaube ich nicht, dass die Fragen, also wenn ich die in einem Jahr wieder fragen würde, wäre das vollkommen in Ordnung. Wären jetzt vielleicht schlechte Ja. Klausurfragen, aber. Ja, okay. Ja, weil es ist ja auch immer so dieses, wir versuchen ja so viele Mythen aus dem Weg zu räumen, wie geht, oder vielleicht auch mit Entwicklung ein bisschen Schritt zu halten. Und ich glaube schon, dass sich die Leute, also wenn du sie eh off online hast und du bist jetzt auch ja nicht dafür bekannt, so kurz online, dann wieder offline. Also du, ja, geierst da sozusagen ja auch nicht besonders. Es gibt ja dozierende Dozenten, da muss man schon echt früh alles irgendwie mitgreifen. Und ich glaube, da ist der Finger schon die ganze Zeit auf der Print-Taste. Und deswegen glaube ich schon, dass dann Ergebnisse eben mitgenommen werden. Aber auch da wieder, uiuiui, Leute, also es ist ja auch eine Form der Nachbereitung. Ja, gerade bei deinen Aufgaben oder Quizzen glaube ich nicht, dass die quasi fertig auswendig gelernt werden, weil du zu viele Permutationen hast, du änderst irgendwie ein kleines Schaltbild. Du kannst ja teilweise wirklich Fragen austauschen und sie geben trotzdem noch fachlichen Sinn. Also Anfragen mit Antworten sozusagen. Ja. Und das ist halt ein Luxus, den haben andere Fächer nicht. Das würde, glaube ich, bei uns in der IT oder in so Grundlagenfächern schon auch gehen. Aber auch da ist die Fächerkombination oder die Themen sehr breit, dann machen wir dann eine Runde irgendwie TCP und UDP, dann machen wir wieder LZW-Algorithmen, dann gehen wir wieder in Cloud Computing rein. Da kann man nicht so krass rumspringen. Insofern glaube ich, dass es eher ein Mythos ist, dass Studierende da irgendwie, ja, es gibt so Altklausuren-Sachen und wenn das irgendwie in 4 Jahren jemand anders macht, dann bringen einem die Kahoot-Fragen vom Magdowski auch nichts mehr. So im Studentensprech sozusagen. Also Leute, gibt aus meiner Sicht nicht das große Problem, dass man da zu viel teilen könnte. Das denke ich auch nicht. Und nächste Woche probieren wir mal wieder ein Barcamp zu machen zum Semesterabschluss. Mal schauen, ob ich genügend teilenswillige oder mitteilungswillige Studierende finde, die da eine Session übernehmen und die sagen hier zu dem Beispiel, zu der Aufgabe, zu dem Themenfeld, würde ich mal noch mal ein Beispiel vorstellen oder eine Aufgabe durchrechnen oder ein paar Fragen beantworten oder dieses und jenes machen. Das ist dieses Barcamp, wo es keine Noten drauf gibt, aber Genau. du sozusagen anschieben musst und am Ende. Ja, genau. Aber die Idee ist Okay. so, nochmal halt eine Semesterzusammenfassung zu machen, ne? Irgendwie so ein Fragen-Antwort-Q&A-Format zu haben und aber eben keines, wo jetzt, so wie ich, so ein unfehlbarer Übungsleiter nochmal irgendwie zig Aufgaben Tut durchrechnet. unfehlbar. Wollen wir noch mal auf die Audioqualität zurückgehen? Nein, fachlich. Es geht hier nur rein um fachliche Sache. Obwohl, Schatzfeil. ich habe mich heute auch verrechnet. Ich verrechne mich natürlich. Ich habe mich Ja, auch aber in der Leute, letzten. das passiert doch Ja, einfach. natürlich, ja. Und ich Also. meine, und das Gute ist, aber es würde mir, also gut ist, wenn es
Die Studis sind gut, wenn es ihnen auffällt, bevor es mir auffällt. Ja, Meistens fällt es mir auch einmal auf, dass ich mich verrechnet habe. ich habe letztens live vor 50 Leuten verwechselt, als es um Video oder um Grafikkomprimierung ging, habe ich verwechselt, ob wir jetzt mit dem Auge besser rot oder grün sehen konnten. Ich habe es genau falsch rum gesagt und ein Studierender 2 Sekunden später, ja, aber ist doch genau andersrum. Oh ja, freudscher Versprecher, vielen Dank. Also, ey, Ja, ich ist sage halt dann auch so. mal, schreiben und sprechen gleichzeitig schwierig. Ich habe letztens, was ich hätte durch 2 teilen müssen, habe mal 2 gerechnet, war dann am Ende das Ergebnis um Faktor 4 falsch, aber immerhin lag es in der richtigen Größenordnung. Ne? Ja, und die Idee von dem Barcamp ist halt natürlich, also irgendein Studentin, irgendeine Studentin oder ich würde, im Endeffekt würde ich sagen, jeder und jede, ja, die jetzt irgendwie 2 Semester lang an der Lehrveranstaltung teilgenommen hat. Also, und wir haben irgendwie 28 Semesterwochen insgesamt, ja, und 28 Themenfelder. Also irgendein Themenfeld muss doch, wird doch jeder hoffentlich mal so weit verstanden haben, dass man sagen kann, ich kann da mal irgendwie eine Aufgabe zurechnen oder ich kann da, ich erklär noch mal ein Beispiel oder ich würde mir zutrauen, da irgendwie ein paar kleine Fragen zu beantworten, ja, oder zumindest mit ein paar anderen, die das Thema auch interessiert, noch mal das irgendwie ein bisschen diskutieren. So. Und Das ist ein Big If, ne? Also. naja, mal gucken. Also die letzten Male habe ich das immer sehr, sehr, sehr spontan gemacht und die Leute dann teilweise wirklich erst einen Abend vorher so nochmal angetriggert und vorgewarnt. Diesmal habe ich es halt eine Woche vorher gemacht. Ich hoffe mal, dass es bis nächste Woche nicht wieder in Vergessenheit geraten ist. Das könnte fast schon wieder zu lang sein. Ja, ich werde mal nochmal zum Wochenende oder so nochmal antriggern, aber ich hoffe mal, dass das halt funktioniert. Also so, wenn man so 4, 5 Sessions parallel hat für diese ungefähr ja, 50, 60 Leute, die da sich halt per Zoom zuschalten, wäre Ja. das halt, glaube ich, schon ein ganz netter Erfolg. Dann hat man halt so 10 pro Breakout-Raum, pro Gruppe. Das ist doch eine ganz gute Größe, in der man irgendwie nicht diskutieren kann. Sehr gut. Ich würde sagen, dann geht es in der nächsten Session um meine nicht gescheiterte Barcamp-Session und wie man Oder daraus lernt und wann der perfekte Zeitraum ist, ein Tag oder eine Woche. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier harten Cut. Ich glaube, ich habe in der Viertelstunde schon wieder das Meeting. Wir machen das ja tatsächlich während der Arbeitszeit, weil digitale Bildung unser Thema oder Metathema ist. Da kommt man irgendwie auch nicht mehr dran vorbei seit März 2020. Es hat mich wieder sehr gefreut. Mit mir war Dr. Matthias Maglowski von der Ma Universität in und zu und von Magdeburg. Das waren zu viele Präpositionen, das ist egal. Hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Henning Steinbeck vom HPI, Open HPI-Team. Auch Dank an die Kollegen, die schnell reingeschaut haben und mitgeguckt haben. Wir machen mit Sicherheit weiter mit Bits und Bytes. Ich glaube, das war Folge 10 oder 11. Folge 11, Folge Folge 11. 11, Ich das habe. heißt, kommt auf unseren YouTube-Kanal. Checkt gerne Matthias Twitch- und YouTube-Kanal ab. Der lädt nämlich deutlich häufiger und besser hoch als ich. Matthias, es war mir ein Fest. Dann haben wir ja quasi schon wieder die Agenda fürs nächste Mal. Umso besser. Heute hatten wir keine Agenda und haben die Stunde trotzdem voll gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ciao, ciao. Alles klar, tschüss.